Ja, da geht die Sonne noch mal auf. Hallihallo, hier ist Rosemarie Engel. Ja, für mich war das ja mehr oder weniger ein Schock, dass jetzt tatsächlich es kalt werden wird. Klar rechnet man damit, aber als ich dann auch noch die ersten Kraniche fliegen sehen habe, war mir halt klar, dass es tatsächlich relativ schnell kühler wird, zumindest, also es ist ja nachts eigentlich schon kalt. Ich meine, 2 Grad plus ist nicht wirklich warm. Und ich weiß, dass es schwer ist im Winter, weil alles so dunkel ist und ja, weil es einfach kalt ist. Aber wir hatten so viel Sonne im Sommer. Und haben wir auch noch ein paar schöne Tage die nächste Zeit, dass wir versuchen sollten. Das Schöne da an diesem Wetter, was wir jetzt so, was auf uns zukommen ist, was auf uns zukommt, ist, dass wir ja dann wieder Feuer machen können. Nicht nur zum Grillen, sondern auch zu Hause. Und ach ja, genau, das wollte ich sagen, dass wir die Wärme quasi versuchen in uns zu speichern, auch so vom Sommer, wenn es uns kalt ist, wenn es uns nicht so gut geht, die schönen Tage im Sommer Revue passieren lassen oder auch aus der Kindheit oder sonstiges. Und ja, ich meine, es war klar, dass es Winter wird und genauso klar ist es, dass es dann wieder Sommer wird. Und auch wenn das nicht so eine tolle Energie ist, auf etwas zu warten, ist es ja die Möglichkeit, die Monate zu zählen und dann auf schöneres Wetter zu hoffen. Und vielleicht haben wir ja wirklich Glück nächstes Jahr und es wird wieder ein halbwegs schöner Sommer. Ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!